Hallo Leute, ja, ich muss euch was Wichtiges erzählen, was ich gemacht habe, also, ach, was zeige ich euch erstmal? Waffen. Erstmal Schwert, was ich gemacht habe. Magieschwert Runenklinge. 262, ich hatte ja diese, Tafel bekommen, das habe ich dann gemacht, und das sind die Zutaten dafür. Angriff, 262. Boah. Danach habe ich, das hier, Bisen Osafune. Das habe ich vom Laden gekauft, von diesem komischen Macker da, diese Geschwister. Der Macker hatte das im Laden, ich habe es mal geholt, danach habe ich das gemacht und 192! Boah, 192 Schaden. Jetzt kommt, nein, das ist ekelhaft. Dun 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 dun. Upgrade für den Hammer, Großhammer, das ist das hier, das habe ich auch längst bekommen. Wollte ich ja schon machen. Und ja, das habe ich und 261 Schaden. Ja, sehr beachtlich. Bombe, nein. Fassbombe habe ich irgendwie versteckt noch. Das hier. Gemeinschild. Spartanerwache. Nee, 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 nee. Da habe ich. Das zeige ich euch, wo ich das geholt habe. Also so. Ihr wisst ja noch, wo die Schildkröten waren. Diese fetten Schildkröten mit den komischen Stachelraketen. Also, wenn man die besiegt hat oder nicht besiegt hat, geht man einfach weiter. Dann oben ist dann eine Tafel. Und die. Einfach einscannen und dann hat man die Spartaner Materialisierungstafel und dann kann man das machen. Also das ist in Vaglis Festung. Ihr wisst sofort, was ich meine. Für die Leute, die das schon geguckt haben, meine Videos. Und was habe ich jetzt noch gemacht? Warte, das war alles. Ja, Monster. Ich habe eigentlich rausgefunden, wie man diesen komischen Fettsack, der unbesiegbar ist, besiegen muss. Also hier war ja dieses Unbesiegbar-Zeichen und der einzige Weg, ihn zu besiegen, ist steht hier. Seine Schwäche ist Licht und er wird im Lichtradius verwundbar. Das habe ich gelesen, habe ich gedacht, okay, Licht, damit das hier mit Licht umkreist, man muss es umkreisen, wenn nicht, funktioniert das nicht, also man muss es umkreisen, dann wird es aufgelöst und dann ist es ein Waldschratt. Das ist alles. Und, ich habe meine ganzen Waffen gelevelt auf Stufe 10, das ist das höchste und MB ist 140. Aber momentan ist es auf 46. Oh. Ja, das ist alles, was ich bisher habe. Oder habe ich irgendwas noch neu bekommen? Gladius, Kalaila-Schwert, schwarzer Sibyl, hier ist Runenklinge, Shuttle, Bisen Osafune, Dancelev, Großhammer, ja, und Spartanerwache, ne, 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 ne. Ach ja, das zeige ich euch, noch. Also, wie ihr wisst, kann man in diesem Spiel wirklich alles ansprechen, also angucken und dazu irgendeinen scheiß Kommentar geben. Ich habe es wirklich gemacht in der geraden Ebene. Ich habe irgendwelche Steine angesprochen. Und was habe ich bekommen? Eine Metallisierentafel. Der Macker ist so ein Hobbyloser. Ich sag's euch, Leute. Er sagt so, der Stein sieht kantig aus. Der Stein, auf den Stein kann man bestimmt heraufsitzen. Den Stein kann man bestimmt werfen. Wen interessiert diese Scheiße? Aber ihn interessiert es irgendwie. Was? Willkommen auf der Lustpartie in Xeno 9. Ich dachte, das ist die dritte Sofa, aber ist wohl nicht. Okay. Ein neues Kartenspiel. Juhu. Okay. Super. Ja. Hast du Lust auf... Ja, spiele ich jetzt einfach mal. Ich weiß nicht, was das ist. Lass uns anfangen. Und... Okay, rubbel ein Feld frei. Ich rubbel. Okay, und... Oh, okay, falsch. Verdammt. Und was ist die richtige Lösung? Ach, leck mich. Okay, ich kann bestimmt noch einmal. Ja, ich kann. Ich kann die sehr großzügig. Dankeschön. Okay, jetzt komm. Ich mach das hier. Ich mach das hier, habe ich gesagt. Dann mache ich das hier. Ach, fick dich doch ins Knie. Bestimmt war er so. Soll er wetten? Oh. Mann. Ja, du lass uns nicht mal wieder. Ist klar, du unfreundliche Schlampe. Mann. Und was habe ich noch? Ah ja, ich habe den Helm wieder aufgetragen, weil die Brille sah scheiße aus. Und die Brustplatte war ja schon davor da. Alles habe ich gelevelt. Neue Waffen. Ich bin... Boah, die neuen Waffen, die sind zu übermächtig. Das geht nicht. Ich bin momentan zu stark für dieses Spiel, weil... Ich habe mal das ausgetestet. Die Waffen machen einen Schaden von etwa 300 oder... Das ist jetzt ein richtig schwacher Gegner. Das ist irgendwie 999. Boah. Boah, boah, boah. Echt beachtlich.
Ich gehe jetzt mal nach Hause. Ich weiß. Warte, die Sophie muss ich ja noch immer noch finden. Verdammt. Ach ja, die habe ich ja längst gefunden. Ah, ich weiß jetzt, aber ich wollte es noch zeigen. Warte. Bei denen habe ich diese Bisa Usufune geholt. Kaufen. Was verkaufst du uns denn? Okay. Spenden habe ich ja schon gemacht. Ich weiß nicht, für was ich das gemacht habe. Ich mach's einfach mal. Ulaje, okay. Okay, was jetzt? Sagt er kein Danke oder was los? Ja, okay. Ja. Was ist das für ein ekliger Spaß? Ich gebe ihm Geld? Er gibt mir nichts? Boah, fick dich. Und du bist auch bestimmt so eine. Verpiss dich. Boah, ich bin jetzt stinksauer. So unfreundlicher Bastarde. Boah. Und hier ist die dritte Sophie. Ich weiß nicht, was sie hier macht, aber die ist einfach hier. Ja, was willst du? Hat Lady Dorif ja das gesagt? Ich glaube, ich sollte zurückgehen. Dank meines Schwerttrainings kann ich das nächste Mal, wenn sie quengelt, in ihre Schranken verweisen. Das will ich sehen, dass du die Prinzessin schlägst. Das will ich sehen. Glaube ich nicht, aber ich will es sehen. Okay, das haben wir jetzt auch geschafft. Ich bin jetzt voll überglücklich, weil ich habe jetzt die stärksten Waffen momentan. Bin gut vorbereitet. Ich bin jetzt für alles gewappnet, was jetzt kommen wird. Ich habe irgendeine Vorahnung, dass irgendwas passieren wird, wenn ich schlafen gehe. In meinem Haus. Ich weiß nicht wieso, aber das kommt mir irgendwie so rüber. Aber das werden wir schon sehen. Vielleicht stimmt es auch nicht, vielleicht stimmt es ja. Aber wir gucken mal. Wartet mal. Okay, es geht weiter. Okay, Dorif, hier gehen wir besuchen. Ich rolle mir. Ja, yeah, ich rolle. Okay, das haben wir jetzt erledigt. Hier kann ich bestimmt auch irgendwas... Ah, ich wusste doch. Ein wunderschöner Springbrunnen. Scheint die eigenen Gefühle zu reinigen. Super. Sag ich auch irgendwas zu den Blumen hier. Vielleicht zu der Säule. Eine Ritterstaude. Der Mund ist unheimlich. Wieso guckst du auf den Mund? Die Augen sind unheimlich. Ja. Okay. Wie es gesagt hat, der Macke ist ein Hobbyloser. Ihn interessiert wirklich jede Scheiße. Ein weiblicher Götterstatue muss Linkshänder sein. Okay. Das ist bestimmt Rechtshänder. Achso, ein weibliche Götterstatue muss Rechtshänderin sein. Und kriege ich was, dass ich das alles gemacht habe? Nein. Ich habe jetzt alles untersucht. Oh. Boah, leck mich. Dieses Spiel. Dauert echt lange. Warte, hier kann ich bestimmt auch irgendwas untersuchen. Ja, ist klar. Sagst du der Bank was? Zu der Bank? Zu den Blumen vielleicht? Was? Den feinsten Material fühlt sich irgendwie. Was? Die Schrift ist zu groß. Ich kann es nicht lesen. Vielleicht ein Bug. Nee. Oh, okay. Er sagt nichts mehr. Schade. Hier kann ich bestimmt irgendwas untersuchen. Die Säule vielleicht? Nein, ist klar. Ist klar. Ich kann die Säule nicht untersuchen. Ist klar. Man kann irgendwelche Steine untersuchen, aber Säulen nicht. Ist klar. Dieses Spiel ist einfach unlogisch. Unlogisch pur. Und was sagst du jetzt? Reden. Oh, Roxas, all meine Zofen sind zurück. Du hast mich gerettet. Aber ich habe den Eindruck, dass sie sich nicht mehr viel gefallen lassen. Aber trotzdem danke. Hier, nimm das. Du hast 30... Ja, okay. Dankeschön. Ich habe schon 200... Nein, ich hatte nichts mehr. Weil ich ja diesen komischen Macker da gespendet habe, da gibt mir nichts. Wartet mal kurz. Okay, es geht weiter. Ich überlege gerade, ob ich euch die Stellen zeigen soll, wo ich diese Spartanerwache geholt habe oder nicht. Aber eigentlich ist schon klar, dass in Vaglis Festung, ja, bei den Schildkröten und einfach weitergehen, da ist ein Schild da. Warte. Okay, es geht weiter. Meine kleine Schwester wollte mir gerade einen Donut geben, aber ich habe Nein gesagt, weil ich das hier fertig machen will. Boah. Okay, Bug. Also, Vaglis Festung. Die Schildkröten besiegen oder nicht besiegen, einfach weitergehen. Und dann liegt die irgendwo, diese Metallisierungstafel, irgendwo rum, oben rechts in der Ecke.
dann einscannen, dann machen, dann hat man die Spartanerwache. So einfach ist es. Und was habe ich jetzt noch? Warte, ich glaube, ich weiß noch, was ich jetzt bekommen habe. Ganz, also bei der Grana-Ebene habe ich ja irgendwas bekommen. Ach, für das ganze Untersuchen von Steinen ist klar. War das Heilbrot? Ja, das glaube ich, das war das hier. Heilbrot. Heilbrot habe ich bekommen. Feuer, Licht, Hoff. Aha, Pfannkuchen. Aha. Heilbrot habe ich bekommen für das Untersuchen der Grana-Ebene. Also für ein paar Teile, es ist ja immer unterteilt in Medizinpflanze. Heilt es mich irgendwie? Waldrei, kranker, ja. Okay. Und ich sterbe bald. Verdammt, ich sterbe bald. Das ist nicht gut. Ach, ich zeige euch mal, wo ich diese komische Sachen alle geholt habe. Weil ich habe sowieso jetzt noch 3 Minuten und danach muss ich sowieso einen Cut machen. Und in diesem Video gab es sowieso nichts Interessantes. Und da kann ich euch gleich auch noch zeigen, was ich... Warte, hier. Ah, wir sehen uns bei Waglis Festung dann. Also bis gleich. Okay, es geht weiter. Lecker Donut. Ah. Das müsste langsam Zeit sein. Also hier sind wir in der Waglis Festung. Hier ist das Loch zu der Eisebene. Und... Okay, hier ist mein Schwert und mein Schild. Und ich habe hier da oben links irgendwas untersucht. Und hier ist die fette Schildkröte. Ich zeig euch mal den Schaden. Ihr seht richtig. Der Schaden ist Hammer. Und hier war ich weiter. Ich habe mir irgendwelche Bäume untersucht. Und das hier. Hier, zeig euch mal, was er dazu sagt. Sagst du mal, was du... er will jetzt nichts dazu sagen. Ah, jedes Wasser ist voll mit Nahrungsmitteln. Wen interessiert es? Hier ist die Mentalisierungstafel und hier sieht sie Spartanerwache. Und ich habe euch die Waffe gezeigt. Wir sehen uns bei der Grana-Ebene, also bis gleich. Also, es geht weiter, ja. Und ich wollte euch zeigen, wie ich gelevelt habe, also meine Waffen. Die beste Möglichkeit ist es, also den himmlischen Wind einzusetzen. Ich zeige euch mal als Beispiel einen Fetzer, den ich ganz hochwerfen werde. Warte, wo ist er denn hier? So, man muss einmal so weiter hoch machen und danach kriegt man einen Erfahrungspunkt dafür, für die Waffe. Also bis das höchste bei mir war, bei diesem Charterrad, also diesen unbesiegbaren Monster da, den ich nicht mehr unbesiegbar gemacht habe. Irgendwie über die Galaxie, irgendwie weiter, Planeten und alles habe ich geschafft hochzuwerfen. Ihr glaubt bestimmt nicht, aber ich habe es wirklich geschafft, diesen Fettsack bis in die Galaxie zu werfen und dann war er tot und dann habe ich irgendwas noch bekommen und alles. Es war nichts Besonderes. Ihr könnt das auch schaffen, weil... Okay, hier war's. Oben ist es, also gerade eben der 11 ist es. Ja, da oben ist die Metallisierungstafel, die ich bekommen habe. Für die Untersuchung von Steinen. Warte, was hat er dazu gesagt? Irgendwas hat sich in der Mulde auf dem Felsen gesammelt. Wen interessiert es? Ja, Heilbrot war es. Also, ich zeige euch mal, was ich meinte mit himmlischen Wind. So. Und so weiter. Und hier bei mir war bisher bei diesem Monster 574. Bei dem Fettsack war es bisher eigentlich 1200, aber da habe ich nicht gespeichert. Da muss ich die ganze Level nochmal machen. Also, nochmal die ganzen Waffen bis Level 10 leveln. Also momentan ist bei dem Fettsack diesen Riesen... Okay, getötet, 14 Hits, steht da unten bei Combo. Bekommt man Leben und alles, das ist sehr gut. Das ist sehr wichtig. Hier habe ich ein Stück Gras untersucht, das habe ich außersehen gemacht. Dachte, wo ist das Gras? Okay, das Gras war sowieso unnötig. Boah, und das Schild wollte ich auch noch sagen. Gib mir mehr Macht, also gib mir mehr Stärke. Da bin ich damit ein bisschen stärker mit Angriffskraft als normal mit dem Schwert. Also, das ist sowieso ein Verstärker. Und hier ist der Fettsack, der nicht mehr unbesiegbar ist und ganz schnell stirbt und trotzdem keinen Penis hat. Oh, er hat keinen Penis. Oh, eine Runde Mitleid. Oh, er kann keine Fettsäcke besteigen. Oh, okay. Hier mache ich einen Cut und wir sehen uns vor meinem Haus. Tschüss.